Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Es sind knapp 200 Personen an Sängern und Sonderchor da oben drauf. Und wir kommen ungefähr auf ein Gewicht von 17 Tonnen. Plus der Eigenkonstruktion nochmal 3. Hier unten ist die Hydrowinde zu sehen, die dann diese Treppe von der untersten Stufe angerechnet aus 11,80 Meter Tiefe hochzieht auf plus 12 Meter. Bis wir mal eingegriffen sind. Stuhl. Sie kann es gar nicht erwarten, dass sie eine Freifahrt bekommt. Sie ist jedes Mal erfreut, wie alle anderen auch, dass sie kostenlos einmal aus der Tiefe von knapp 12 Metern auf plus 12 Meter gefahren werden. Ist ja schließlich auch ein schönes Erlebnis. Von dieser Seite ist der Einstieg. Nur von dieser Seite. Es kommen gleich bühnentechnisches Personal dazu, die dann auch über Funk sagen, alles eingestiegen, alles angeschnallt, alles sitzt. Man muss ja auch an den sogenannten Domino-Effekt denken. Ich hoffe, Sie haben auch von hinten, um das zu zeigen. Sie haben ja alle Ihre Karabiner nachher, klinken sich mit ein. Nachbar klinkt den nächsten Nachbar ein. Und alle sind hinten fest angeschnallt. Ansonsten hätten wir ja vom obersten bis zum unten mit den Dominos klack, 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 klack. Und die würden alle da unten liegen, falls jemand mal wirklich schlecht wird. Weiß man ja nie. Zwar niemand versteht, doch baue ich auf eure Popularität.